Das ging sogar so weit, dass ich die Jugendweihe mitgemacht habe und von meinen Eltern so insofern vorbereitet wurde, dass ich dort oben auf der Bühne das Gelübde nicht mitzusprechen habe. So wurde das bei uns gehandhabt. Also wir haben da oben auf der Bühne gestanden und das Gelübde, was dann abgenommen wurde, wurde von meinen Geschwistern, die älter waren, nicht gesagt. Also wir haben uns stumm dorthin gestellt. Wir haben uns so hingestellt, dass man nicht gesehen wurde und haben das Gelübde nicht mitgesprochen. Aber wir haben zum Schein die Jugendweihe mitgemacht, weil das hätte für meine Eltern zu große Repressalien bedeutet, wenn wir das nicht gemacht hätten.